Ein Kracher in der Trainerszene, Fußballszene in Dortmund. Bei mir Jürgen Kors und Thomas Schulzke. Unsere beiden Fußballexperten, die viel darüber sagen können, sicherlich, was hier gerade so passiert. Denn eine Überraschung ploppte gestern auf. Jan Sievert, der Trainer von Borussia Dortmund 2, dem Fußballregionalligisten, hat ein Angebot von Huddersfield Town aus der Premier League, sprich vierte Liga Deutschland, erste Liga England. Jürgen, deine Einschätzung, was ist dran an dieser Geschichte? Ja, sehr viel. David Wagner, früher BVB 2, war ja lange Jahre Trainer da in Huddersfield, hat mit denen überraschend den Aufstieg geschafft, überraschend die Klasse gehalten in dieser Saison. Tut sich der Club schwer. David Wagner hat wohl gesagt, dass er ein bisschen Auszeit braucht vom Profibusiness, dass ihm das zu viel geworden ist insgesamt. Und der Huddersfield hat sich den Weg gesucht, den viele andere englische Clubs auch schon gegangen sind, wie Norwich City mit Daniel Farke, vorher Huddersfield mit David Wagner, Liverpool mit Jürgen Klopp. Holt man einen Trainer vom BVB, Jan Sievert ist der nächste Kandidat und das könnte was werden. Jetzt ist Jan Sievert ja nicht der einzige Trainerkandidat, den man sich holen kann, wenn man Premier League Club in England ist. Warum bedient sich Huddersfield wieder mal in der vierten deutschen Liga, warum wieder mal in Dortmund? Ja, wahrscheinlich, weil die vorherigen Versuche so erfolgreich waren, tippe ich mal. Ne? Und Jan hat eineinhalb Jahre in Dortmund gute Arbeit geleistet, vorher schon für den Deutschen Fußballbund gearbeitet, beim VfL Bochum gearbeitet, bei Rot-Weiß Essen. Also hat schon ein bisschen Erfahrung, aber klar, Regionalliga West in Deutschland und Premier League ist natürlich ein Brett. Aber unterschrieben ist noch nichts. Unser Stand ist, dass noch nichts unterschrieben ist. Er war ja gestern selber überrascht, als wir ihn mit dieser Nachricht konfrontiert haben, dass er bei den Buchmachern in England der Top-Favorit plötzlich ist. Und er hatte vom vergangenen Sommer auch schon mal ein Angebot von der Insel. Da hat er sich dann dagegen entschieden, gegen Queen's Park Rangers, weil er auch ein Familienmensch ist. Er hat ein junges Kind, ist hier glücklich verheiratet und fühlt sich wohl in Dortmund. Aber wenn jetzt ein Premier League-Club kommt, der ja vielleicht in dieser Saison absteigt aus der ersten Liga, aber in der nächsten vielleicht auch gleich wieder mit großen Ambitionen antritt, um wieder zurückzukommen in die vielleicht beste, spektakulärste Fußballliga der Welt, wenn du einigermaßen ambitionierter Fußballtrainer bist, ich glaube, dann willst du das machen. Thomas, wenn der BVB 2 wirklich mal wieder seinen Trainer verliert und dann natürlich einen neuen Coach braucht, wer könnte es werden? Wer könnte den BVB 2 als neuer Trainer dann von jetzt auf gleich vor allem übernehmen? Ja, ein Name, der sofort einfällt, ist der von Alen Terzic. Der ist aktuell Trainer beim Fußball-Oberligisten FC Brünninghausen, ist aber zeitgleich auch Scout beim BVB. Und er ist der Bruder von Edin Terzic, Co-Trainer von Lucien Favre in der Bundesligamannschaft. Und es ist auch ein Name, der schon gehandelt wurde heute. Mhm. Wir selbst hatten nicht die Chance, mit ihm zu sprechen. Wir haben es natürlich probiert, aber er hat leider nicht zurückgerufen, hat nicht geantwortet. Hätten gern mit ihm darüber gesprochen, aber es wäre eine logische Entscheidung. Also fachlich steht er über den Dingen. Wenn man mit den Spielern aus Brünninghausen spricht, loben ihn alle. Von Nummer 1 bis Nummer 17. Sie sagen, sie hat noch keinen Trainer, der so gutes Training angeboten hat. Er selbst sagt auch, wir haben drei unterschiedliche Grundordnungen, die wir in der Oberliga spielen können. Die Spieler sind begeistert, bestätigen das. Ich glaube, das ist ein Mann, der einen Schritt gehen könnte zum BVB. Vor allem, er ist ja da schon angestellt als Scout. Ich glaube, das wäre eine logische Folge. Wenn er diesen Job übernehmen würde, sollte es dazu kommen. Jetzt schließt, nehmen wir mal an, Alen Terzic diese Lücke beim BVB 2. Dann tut sich eine neue Lücke auf, nämlich beim FC Brünninghausen auf der Trainerbank. Was machen die denn dann? Ja, ich habe heute mit dem Geschäftsführer gesprochen, mit Klaus-Dieter Fries, als die Nachricht dann aufgeploppt ist, dass es jetzt richtig heiß wird mit Jan Sievert. Er war erstmal erstaunt, dass dieser Name Alen Terzic gefallen ist und hat gleichzeitig gesagt, wir haben aktuell keinen Plan B. Wir haben niemanden, der das von heute auf morgen übernehmen könnte. Montag, wie er mir heute erzählt hat, wird es aber eine Vorstandssitzung geben. Sollte am Wochenende etwas passieren, wird man am Montag beraten und man verfällt dann nicht in Panik. Wir haben eben mal auf den Spielplan geschaut in der Premier League und es wäre gefühlt jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, einen neuen Trainer in Huddersfield zu installieren, denn am Wochenende geht es gegen Manchester City, aber danach ist ein bisschen Pause bei Huddersfield. Also jemand, der neu übernimmt, käme jetzt zum richtigen Zeitpunkt womöglich. Genau, danach hat Huddersfield 10 Tage Pause in der Liga und könnte sich einfach nochmal neu sortieren, um dann vielleicht den letzten Strohhalm noch zu ergreifen, in der Premier League zu bleiben. Eigentlich ist der Club abgeschlagen und schon quasi abgestiegen, aber vielleicht geht mit dem Endspurt und mit dem neuen Input noch mal ein bisschen was vielleicht, um einfach auch ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und aber ich glaube auch, dass Jan Sievert dann mit der Option im kommenden Jahr aus der zweiten englischen Liga dann wieder hochzugehen, dieses Angebot annehmen würde, um da was jetzt schon einzusteigen, zu schauen, was passiert bis zum Sommer und danach sich richtig ans Werk zu machen. Es ist ja auch, glaube ich, ausgeschlossen, dass er gegen Man City schon auf der Bank sitzt. Ich glaube, dieses Spiel
Da kann Huddersfield nicht so viel gewinnen, glaube ich, gegen den englischen Meister. Zum anderen, unser Kollege Florian Gröger war ja heute am Trainingsplatz, hat auch mit Jan Sievert gesprochen und die haben morgen ein Testspiel gegen Borussia Dröschede und hat Jan Sievert gesagt, wir sehen uns morgen noch. Klingt also eher danach, als wenn dann im zweiten Teil des Wochenendes, womöglich am Sonntag, ja, da was passiert, unterschrieben wird oder die entsprechenden Weichen gestellt werden. Ich glaube, das wird Sinn ergeben, einfach auch im Sinne von Jan Sievert. Ich glaube, zu starten gegen Man City in einem Spiel, in dem du mit hoher Wahrscheinlichkeit verlierst, ihn dann noch rauszulassen, wäre, glaube ich, die richtige Entscheidung, ihn Montag zu präsentieren. Dann hat er die 10 Tage fast Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen und sie aufzustellen. Also ich glaube, das wäre der richtige Weg. Der nächste Dortmunder auf die Insel, Fragezeichen. Die neuesten Entwicklungen und alles zu diesem Fall natürlich unter rohnachrichten.de.